Herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt beim Fenster Steigung 2. Für dieses Video solltest du bereits wissen, wie man die Steigung einer Geraden ablesen kann. Und dein Ziel für dieses Video ist es, Geraden ihrer entsprechenden Geradengleichung zuzuordnen. Hier sehen wir nun eine Gerade, die in ein Koordinatensystem eingezeichnet ist. Und wir sollen herausfinden, welche dieser vier Geradengleichungen zu dieser Gerade dazugehört. Und hierfür können wir ganz einfach die Steigung der Gerade berechnen. Das heißt, wie im vorherigen Video, wir berechnen uns die Steigung k. Diese ist definiert als das Verhältnis aus einer y-Änderung zur x-Änderung. Wenn wir nun diese Gerade genau betrachten, die beginnt, also geht wieder durch den Ursprung, also durch den Punkt 0, 0. Und dann den nächsten Punkt, den wir schön ablesen können, das ist der Punkt 2, 1, also wo die x-Koordinate 2 ist und die y-Koordinate 1. Also hier. Das heißt, wir haben eine x-Änderung von 2 und eine y-Änderung von 1. Das heißt, die Steigung dieser Geraden ist 1/2 und wir sehen sofort, wenn wir diese vier Geradengleichungen betrachten, dass hier die Gleichung b ebenfalls die Steigung 1/2 hat. Das heißt, wir können als Lösung hier b in das Kästchen schreiben. Auch für diese Gerade sollen wir die zugehörige Geradengleichung herausfinden. Wir beginnen wieder damit, dass wir die Steigung der Gerade ablesen. Also k ist gleich Delta Y durch Delta X, also Y-Änderung im Verhältnis zur X-Änderung. Diese Gerade geht wieder durch den Ursprung, sprich durch den Punkt 0, 0. Das heißt, wir suchen einen weiteren Punkt, den wir gut ablesen können, zum Beispiel hier den Punkt 1, minus 2, also mit der x-Koordinate 1 und mit der y-Koordinate minus 2. Dann haben wir von 0, 0 weg eine Änderung der x-Koordinate um 1 und eine Änderung der y-Koordinate um minus 2, also minus 2 durch 1. Damit ist die Steigung minus 2. Nun schauen wir hier in der Tabelle, welche der Geradengleichungen hat eine Steigung von minus 2. Das ist diese Gleichung hier. Die hat eine Steigung von minus 2. Das heißt, wir können als Ergebnis hier c in das Kästchen schreiben.